Kennt ihr dieses Tier hier? Korrekt. Das ist ein Weißwedel. Nicht besonders selten, kommt auf vielen Maps vor und ist gerade in der Community sehr beliebt. Was ist mit dem hier? Nein, das ist nicht noch ein Weißwedel, sondern ein Schwarzwedel, den es tatsächlich im Spiel gibt, der aber etwas in Vergessenheit geraten ist. Heute geht es um die Top 5 vergessenen Tierarten in The Hunter Call of the Wild. Viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir direkt mit dem 5. Platz an. Auf dem 5. Platz haben wir den Marderhund. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder ihn kennt. Falls doch, auf welcher Map kommt er denn vor? Genau, auf Reventuli Coast im unteren Bereich der Map. Ich habe selber ziemlich viel Reventuli gespielt, bin aber wirklich maximal einmal am Anfang auf einen Marderhund gestoßen und der war dann noch nicht mal gut. Marderhunde ähneln den Waschbären aus Mississippi und New England, sind Tiere der Klasse 2 und benötigen ein Level von 8 oder 9 und eine Wertung von mindestens 9,29, um Diamant erreichen zu können. Unsere Waffenempfehlung für den Marderhund wäre hier die Zagan Varminta 22-250, da diese eine höhere Durchschlagskraft als die 223 Dozent bietet. Sehr seltene Fellfarben sind albinistisch und gescheckt und seltene Fellfarben wären dunkelbraun und orange. Auf dem 4. Platz befindet sich die Virginia Wachtel. Von ihr hat man vielleicht schon etwas gehört, aber mal so richtig auf Virginia Wachteljagd ist man nicht wirklich gegangen, oder? Sie kommt nur auf den etwas neueren Maps vor, also auf Mississippi und New England. Ich glaube, ich habe keine einzige Virginia Wachtel mit Wertung, da ich sie früher immer am Boden geschossen habe. Gut, dass ihr jetzt wisst, dass man sie in der Luft schießen muss, um eine Wertung zu erreichen. Am besten mit einem Level von 3, 2 geht aber auch, und einer Wertung von 238 oder mehr. Auf Mississippi jagt er sie am besten auf den Feldern, zwischen, ja, eigentlich den ganzen Tag, da sie nur Fress- und Ruhegebiete haben. Kommen wir jetzt aufs Treppchen und damit zum 3. Platz, dem Graufuchs. Der Graufuchs ist eine weitere Tierart, die man nur auf Mississippi und New England finden kann. Jeder kennt den Rotfuchs, aber der Graufuchs ist da schon unbekannter. Da Füchse an sich schon schwer zu jagen sind, ist der Graufuchs nochmal etwas schwerer zu jagen und allgemein schwerer zu sehen. Der Graufuchs hält sich nur in dicht bewachsenen Gebieten, nördlich und mittig auf. Der Graufuchs sollte mindestens Level 8 sein und im besten Fall aber Level 9, mit einer Mindestwertung von 6,43, um Diamant zu erreichen. Auch der Graufuchs hat viele verschiedene sehr seltene Fellfarben, also albinistisch, melanistisch, leucistisch und gescheckt, was in dem Fall nur selten ist. Als Waffe empfehlen wir für den Graufuchs die Kullmann 22H. Die geht nämlich von Klasse 1 bis 2 und eignet sich perfekt für den Graufuchs, der die Klasse 2 hat. Kullmann erhaltet ihr als Zusatzwaffe zur Mississippi Map. Die Trinkzeiten von dem Graufuchs sind von 17 bis 20 Uhr und daher die einfachste Uhrzeit, um an den Graufuchs ranzukommen. Jetzt wird es schon etwas spannender. Auf Platz 2 haben wir die Gämse. Jetzt bin ich mir eigentlich schon fast 100% sicher, dass ihr von dieser Tierart noch nichts gehört habt oder sie zumindest schon vergessen habt. Falls nicht, dann könnt ihr mir doch genau sagen, wo sie vorkommen, oder? Für die Mehrheit, die es nicht weiß, Gämse kommen nur auf Teavachoa in der sehr dicht bewachsenen Gebieten vor, um genau zu sein, in der Mitte und etwas auf der linken Seite. Ich glaube, niemand hat sich die Map gekauft und sich dabei gedacht, ich gehe jetzt Gämse jagen, sondern jeder kauft sich die Map für die klassischen und bekannten Tiere wie den Dammhirsch, Rothirsch oder vielleicht auch Siegerhirsch, der nur auf der Map vorkommt. Früher, also vor ungefähr einem Jahr, hatten die Gämse wenigstens noch eine Trinkzeit. Mittlerweile leider nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen Gämse mindestens Level 4 oder 5 und eine Wertung von 58 oder mehr. Sie fressen und schlafen den ganzen Tag und haben als sehr selten und seltene Fellfarben klassisch, albinistisch, melanistisch und leucistisch. Eine passende Waffe wäre zum Beispiel die Solokin. Oder sonst auch noch andere Klasse 3 Waffen. Mit Gämse kann man sogar kein Multimount erstellen. Ich meine, sogar der Marderhund, die Virginia Wachtel und der Graufuchs besitzen ein Multimount. Kommen wir nun zu Platz 1. Wie im Intro bereits erwähnt, befindet sich auf Platz 1 der Schwarzwedelhirsch. Dass man von ihm mal gehört hat, ist eigentlich klar, denn er kommt nur auf der kostenlosen Map Layton Lake vor und man ist ihm bestimmt schon mal begegnet. Aber je mehr Maps und DLCs man hat, desto schneller wird der Schwarzwedel vergessen. Es sieht dem Weißwedel eigentlich relativ ähnlich, nur ist er im Allgemeinen etwas dunkler und das Geweiß etwas heller, dicker und rundet vorne nicht so ab wie beim Weißwedelhirsch. Unserer Meinung nach sieht der Schwarzwedel echt cool aus und verdient eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit.
dass man ihn so schnell wieder vergisst, liegt wahrscheinlich daran, dass er nur auf einer Map zu finden ist und dann noch auf der kostenlosen. Schwarzwedeln sind Klasse 4 und sollten mindestens Level 4 oder Level 5 sein und brauchen eine Wertung von mindestens 177,58, um Dia zu sein. Die klassischen sehr seltenen und seltenen Fellfarben sind albinistisch, melanistisch und gescheckt, wie beim Weißwedel auch. Die Trinkzeit ist relativ spät, von 16 bis 20 Uhr, und dabei solltet ihr die ganze rechte Seite von Leighton Lake inklusive der Küste ablaufen. Es lohnt sich, für ein Dia oder Rare zu grinden, da es tatsächlich für Schwarzwedel ein Multimount mit einem Puma gibt, der einzigartig ist, weil kaum einer ihn in der Lodge hat. Das war's auch schon mit diesem Video. Wie viele Tiere kanntest du oder wie viele hast du schon vergessen? Schreib dazu doch gerne einen Kommentar. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später.